Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Heute machen wir eine ziemlich einfache Version, so eine Art Moussaka. Wenn du es mal sehen willst, wie das geht, dann bleib einfach mal dran. Ich habe hier ein paar Auberginen und diese werden als erstes einmal in Scheiben geschnitten. Ungefähr 1 Zentimeter dicke Scheiben, das reicht vollkommen aus. Und du solltest ungefähr 1 Kilo Auberginen haben und dann startest du dann als erstes. Als nächstes habe ich hier etwas Salz. Und ich streue das Salz einfach darüber. Etwas großzügig und das Salz bewirkt einfach die Feuchtigkeit, die in der Aubergine drin ist, wird einfach rausgezogen. Und das jetzt einfach beiseite stellen, denn du brauchst noch eine Zwiebel. Und diese Zwiebel wird jetzt einmal fein gewürfelt und dann kannst du diese schon direkt anbraten. In den Topf, den kannst du schon mal auf dem Herd geben und anmachen, weil du dann die Zwiebel brauchst für deine Fleischsoße bei dem Moussaka. Dazu die Zwiebel mehrmals einschneiden. Und die ist jetzt hier nicht so ein schönes Exemplar zum Demonstrieren. Wenn du es so gemacht hast, dann schneidest du das jetzt hier runter. Du siehst, ich habe einmal den Topf auf den Herd gegeben und ich gebe jetzt Olivenöl dazu. Warte noch 2 Minuten, bis der Topf jetzt richtig anfängt, bis es erwärmt ist und dann die Zwiebel kurz anbraten. Und dann nehme ich Fleisch. Und zwar nehme ich Hackfleisch. Und zwar Rinderhackfleisch. Klassisch würde man Lamm nehmen, aber Lammhackfleisch bekomme ich nicht. Beziehungsweise ich hätte jetzt extra für das Rezept zum türkischen Lebensmittelmarkt fahren sollen. Da nichts auch bei mir auf dem Weg liegt, ist es für mich unwirtschaftlich, da einfach hinzufahren. Ist einfach so. Und das wird dann gleich da reingebröselt und auch angebraten. Und in der Zwischenzeit kannst du schon anfangen, Tomaten zu schneiden. Wenn Hochsommer ist, empfehle ich dir eigene Tomaten. Natürlich wäre das Beste. Ansonsten frische vom Markt oder sowas. Alternativ nehme ich jetzt hier noch schon so kleine, saftige Cherry-Tomaten. Beziehungsweise ich würde dir empfehlen, mindestens eine Dose an Tomaten zu holen. Gestückelte Tomaten, das reicht voll und ganz. Die haben das ganze Sommeraroma konserviert und passt auch wunderbar da rein, hast auch weniger Arbeit. Ich mache jetzt eine Mischung aus beidem, weil ich die kleinen Tomaten gerade da habe. In der Zwischenzeit, wie gesagt, einmal hier die Tomaten fitteln. Wie, ist egal. Und dann einfach dazugeben. Das Hackfleisch sollte allerdings schon durchgebraten sein, wenn du wieder dazugibst. Und dann lässt du es noch weitere 10 Minuten köcheln. Weil dann gibt es so eine Soße. Und jetzt könntest du im Zeitpunkt auch schon mal etwas Wasser aufsetzen für Gemüsebrühe. Da würde ich dir raten, mach ruhig 250 ml oder so. Oder nimmst einfach heißes Wasser aus dem Hahn und zum Anrühren, das reicht eigentlich auch. Jetzt kannst du die Tomaten dazu geben. Dann mische ich jetzt auch alle rein. Und dann kannst du auch schon direkt dahinterher die Dosentomaten geben. Und dann gibst du noch Brühe dazu. Und darauf gießt du dann etwas Wasser, ungefähr 125 bis 150 ml. Alles einrühren, durchrühren. Und dann lässt du das alles ein wenig sich verkochen, einkochen. Ein bisschen Pfeffer noch dran geben. Ein bisschen Salz noch dran geben. Durchrühren. Und dann kannst du jetzt als Kochmaß dafür ungefähr die Zeit nehmen, die du brauchst, um die Auberginen anzubraten. Und zwar hast du ja hier eine Menge Auberginen und die wollen natürlich angebraten werden. Von einer Seite, von beiden Seiten jeweils 1 Minute, das wollte ich sagen. Und ich würde sagen, das machst du als nächstes und dann kannst du schon alles im Ofen schichten, in der Auflaufform schichten und den Ofen schon mal auf ungefähr 170 Grad Umluft vorheizen. Dann schiebst du das dann anschließend für 30 Minuten in den Backofen
Und in der Zwischenzeit kannst du dann nochmal die Creme, die oben drauf kommt, zubereiten. Die ist super einfach. Ich wusste, dass ich irgendwas vergesse. Bevor ich jetzt die Auberginen in der Pfanne anbrate, gebe ich noch einen Viertel Teelöffel an Zimt in den Topf. Rühre das einmal durch bei der Hackfleischmasse, sodass der Zimt auch komplett untergehoben ist. Und gib deinen Deckel drauf. Und jetzt kommt der Teil mit den Auberginen. Du siehst, ich habe hier Öl in die Pfanne gegeben und gebe jetzt die Hälften da rein. Wenn viel und stark Wasser austritt, was natürlich sein kann, ein bisschen trocken tupfen vorher. Brauche ich jetzt hier nicht, die haben jetzt nicht so viel Wasser gezogen. Das alles jetzt portionsweise anbraten, auf dem Teller tun, beiseite stellen und dann kannst du schon mal auch nochmal nebenbei die Auflaufform einfetten. Ich habe gerade den Bräter hinten einmal mit Butter ausgestrichen, ich hatte so ein bisschen Butter über und ich wollte jetzt auch brauchen. Kann man aber auch mit Olivenöl machen und du siehst, ich drehe jetzt hier einfach die Auberginen um. Endlich ist es soweit, du siehst, die Auberginen sind angebraten. Ich habe aber wenig Öl genommen, weil ich das erstens nicht so mag, wenn die vollgesogen sind, und zweitens liegen sie dann echt schwer im Magen. Was mache ich jetzt? Die Auberginen wieder verteilen. Du gehst folgendermaßen vor, wenn dann gleich alles schön angebraten ist und im Backofen war, rührst du die Creme, die wir jetzt gleich zubereiten werden, nachdem ich das hier geschichtet habe, einfach nochmal durch und dann kommt das oben drüber. Das versiegelt das dann ein wenig. So, jetzt ist der Auflauf soweit fertig. Du siehst es hier. Beziehungsweise noch nicht ganz fertig, weil wir müssen ja noch die Creme machen. Und da die Auflaufform ein bisschen größer ist, ich hätte ja auch eine kleinere nehmen können, habe ich jetzt hier ein bisschen weniger Hackfleisch oben drauf. Ist aber nicht schlimm. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Du nimmst 4 Eier. Die kommen jetzt hier rein. Ich habe jetzt 4 Eier und ich brauche Joghurt. 200 Gramm Joghurt ungefähr. Dann nehme ich jetzt cremigen Naturjoghurt, 3,8% Fett. Du kannst das eigentlich auch erhöhen. Und zwar auf 10% Fett, also diesen Sahnejoghurt. Der würde auch gehen. Haben wir das? Brauchst du noch möglichst frische Petersilie, ansonsten Tiefkühlpetersilie. Ich habe jetzt hier einen Bund Tiefkühlpetersilie. Frische Petersilie, aber früher habe ich immer, als ich noch keine im Garten hatte und auch noch keinen Garten hatte, habe ich immer die Tiefkühlpetersilie genommen. Und du siehst hier, ich falte das zigarrenartig, hat folgenden Grund. Ich fange jetzt hier an zu schneiden und dann werden diese ganzen Teile auf die Strünke, weil die sollte man nicht wegschmeißen, einmal fein gehackt. Das kommt auch noch dazu. Damit es jetzt alles gleich schön bindet, nimmst du 3 Esslöffel an Mehl. Müssen nicht mega aufgetürmt werden, sondern ganz normal lockere Esslöffel kommen dazu. Und dann gibst du noch eine Messerspitze an Backpulver, beziehungsweise ich in meinem Teil gibt dann Natron zu, weil es im Endeffekt dasselbe ist. Und das alles wird jetzt hier einmal verrührt zu einer Creme. Backofen bei 160 Grad Ober-Unterhitze. Nee, Umluft, so. Und den lässt du auch weiterhin. Und jetzt hast du das jetzt hier alles verrührt. Dann holst du deine Auflaufform wieder und gibst das dann löffelweise erstmal hier drauf. Und das geht nochmal für 10-12 Minuten bei der gleichen Temperatur im Backofen und dann ist es schon fertig. Ich hoffe, das Rezept hat dir was gebracht und du siehst, es ist wirklich super einfach, das zu machen. Und ich finde es halt einfach richtig lecker, obwohl ich nicht der größte Auberginen-Fan bin. Ich probiere es immer mal wieder aus und ich finde, das passt halt auch wunderbar. Ist nicht, weil da Fleisch dran ist. Man kann natürlich auch noch vegetarisieren oder veganisieren. Aber
Ich finde es halt trotzdem gut, weil die Auberginen den Geschmack durch die Tomate annehmen. Und dann schmeckt es einfach nicht vollgesogener Fett, weil wir auch relativ wenig Fett verwendet haben zum Braten. Und genau, das ist so mein Tipp für dich. Kannst du immer mal wieder machen, finde ich super lecker. Und wenn du es mal nachgemacht hast, schreib mal einfach mal einen Kommentar, würde ich mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.